Hallo Freunde von World of Warships und herzlich willkommen zu einem neuen Infovideo. Und seit gestern, dem 22. November, ist auch Wargaming auf die Cyberwoche aufgesprungen, die bis zum 27. November anhält und ist dabei mit einigen Schnäppchen, die durchaus interessant sein können, und die sehen wir uns jetzt gemeinsam an. Die gesamte Woche vom 22. bis zum 27., was dann ein Montag ist, gibt es diverse Pakete zu kaufen im Wargaming Shop, und ihr seht es schon hier, ein vereintes Megapaket für knackige 209,99 €. Mit sehr, sehr vielen Schiffen wie Emden, Scharnhorst, Tirpitz, Prinz Eugen. Nur am Black Friday bekommt ihr ein einmaliges Paket mit 30 Schadensbegrenzungsteam 2, also alles Premium Consumables 10 10 10 und 30, für 1,64 € anstatt für schlappe 4 €. Premiumzeit wird günstig, 23,29 minus 15% auf die 90 Tage. Sowjet Mega Paket, es gibt natürlich nicht viele Megaschiffe bei den Sowjets, deswegen nur 73 €. Und ihr seht es: Diana, Oleg, Murmansk, Ochotnik, Aurora, Oktoberrevolution, Krasny Krim. Alles nur bis Tier 5, Tier 6 mit der Molotow, nur Leningrad, Tier 7, da ist nicht so viel dabei. Da ist die Frage, ob das überhaupt 74 € wert ist. Das US-Megapaket, natürlich das japanische kaiserliche Marine-Megapaket und das Armada-Paket für schlappe $399. Denn das enthält 45 Schiffe. Weiteres gibt es die beste Angebotreihe. Hier einmal mit Leningrad, Atlanta, Atago, Warspite, Prinz Eugen. Und das schauen wir uns mal an. Aber bei der Prinz Eugen, da schauen wir gekonnt drüber, denn dieses Schiff braucht wirklich niemand. Nur für Sammler interessant. Aber geben wir uns doch einmal hier ein einfaches Rechenbeispiel. Die Atago. Atago Tier 8, einer der besten Kreuzer dort mit Heilfunktion. Und das zeichnet sie aus. Und zusätzlich dazu kommen natürlich noch Torpedos mit adäquater Reichweite und einem guten Concealment. Und natürlich einer ähnlichen Performance wie die Mogami im Spiel, ist aber eine andere Klasse, ist eine Takao-Klasse. Ihr seht es, es gibt die Atago mit einem Liegeplatz plus 4000 Dublonen, 1000 Dublonen, 5 €, das bedeutet 20 €, die Atago für 28 €. Hier bei der Atlanta dasselbe Spiel, 24 € für die Atlanta, und hier natürlich auch bei der Leningrad 15 € für die Leningrad. Das sind in Summe gar keine schlechten Angebote. Wer beim letzten Sale in dieser super tollen Woche, in der Wargaming ihr zweijähriges Jubiläum gefeiert hat, wo es immer wieder Schnäppchen gab, die sehr, sehr gut waren, nicht zugeschlagen hat, kann jetzt hier bei Leningrad, Atlanta und Atago durchaus zugreifen. Beim Armada-Paket, da sind natürlich 400 € auf einen Haufen, und das ist ziemlich viel, aber es wird auch einiges geboten. Und das sind alle Premium-Schiffe, die es gibt. Und wir haben darüber schon im TS diskutiert. Ein Free-to-Play-Spiel lebt von Mikrotransaktionen, und das Schlüsselwort dabei ist Mikro. Das bedeutet klein. Ich glaube, keinem Spieler tut es weh, wenn er einmal alle paar Monate ein Premium kauft für 27 € oder sich vielleicht mal ein Schiff gönnt zu Weihnachten, zu Ostern, zum Geburtstag für einen 50er. Da fällt das nicht so auf, wobei das auch schon ziemlich happig sein kann für den einen oder anderen. Wer jetzt aber 400 € zuschlägt und sich alle Premium-Schiffe kauft, von denen ihr natürlich einige schon besitzt, die bekommt ihr dann wahrscheinlich als Dublonen ausgezahlt, bucht das natürlich ein großes Loch aufs Konto und fällt nicht mehr unter Mikrotransaktion, die einem leicht von der Hand geht, sondern schon eine Investition ist, die wohl überlegt sein sollte und auch sein muss, denn mit 400 € kann man durchaus viele schöne andere Dinge machen, die nicht nur digital und vom Fortbestand von World of Warships oder Wargaming und deren Servern abhängen. Einstimmig in unserem TS als Fehlangebot deklariert, denn wie gesagt, es fällt nichts in die Sparte Mikrotransaktion. Befassen wir uns doch mit der Premium-Spielzeit 90 Tage, 15% Rabatt. Man könnte meinen, 15% Rabatt ist doch einiges, was man damit machen kann. Aber behalten wir uns den Preis von 23,29 € im Kopf und gehen in den normalen Premium-Laden. Schon sind wir hier und sehen das normale Angebot von 27,43 € für 90 Tage, reduziert um 15% auf 23,28 €. Und ja, man könnte meinen, man spart sich 4,14 €. Schauen wir uns aber einmal die 180 Tage an, die mit 47,25 € nicht reduziert sind, und verdoppeln die 23,29 €. Kommen wir auf knackige 46,58 €, und ihr seht es, man spart sich keinen Euro, sondern um die 60 Cent, jetzt Pi mal Daumen schnell im Kopf errechnet, wenn ich es mir zweimal hintereinander kaufen möchte. Denn die Anzahl ist nicht limitiert, und wären wirklich 15% erspart, dann könnte man sich das hier zwei- oder dreimal kaufen. Man zahlt aber natürlich trotzdem drauf, denn der natürliche Rabatt auf die doppelte Anzahl
Macht es zumindest für mich nicht erstrebenswert, dieses Paket zu kaufen? Wie sieht es bei euch aus? 3 Monate Premium-Zeit genug, um einmal reinzuschnuppern, oder lieber einmal das volle Programm, die 180 oder 360 Tage? Und ich denke bei mir, ich warte wieder auf Weihnachten in der Hoffnung, dass dieses Jahr zu Weihnachten die 180 oder die 360 Tage rabattiert sind, denn ich weiß, auf einem anderen Server, nicht hier in EU und an einem anderen Zeitraum, gab es mal 50% auf die 360 Tage und die würde ich mir gönnen für 40 Euro. Aber natürlich gibt es nicht nur diese speziellen Pakete für echtes Geld zu kaufen. Nein, Wargaming spendiert uns auch für den Black Friday speziell Ingame-Angebote. Und da sind wir natürlich dabei, denn es gibt einmal etwas, das niemand machen sollte, nämlich Dublonen zu Credits umtauschen, lieber 2-3 Mal länger fahren, lieber sich ein Premium-Konto gönnen und da die Credits erfarmen oder mit den erfarmten Flaggen Credits erspielen. Dann bekommt man 60% Rabatt auf Verbrauchsmaterialien, das ist praktisch für diesen Tag. Da könnt ihr ziemlich gut fahren, kann man nämlich nicht auf Vorrat kaufen, aber ansonsten kosten sie 22.500 und jetzt kosten sie weniger als die Hälfte, wird also auf 10.000 Credits runtergesetzt. Das heißt Vollgas, Vollgas, Vollgas an diesem Freitag. Zusätzlich zahlt es sich aus, Schiffe zu kaufen oder Schiffe mit Modulen auszurüsten, denn 50% Rabatt gibt es auf Module und das ist natürlich auch ein großes, großes Thema. Solltet ihr auch so ein Paket kaufen, das vorher angeboten wurde, bekommt ihr alle Schiffe natürlich ohne Module und ohne Kapitäne. Das bedeutet, ihr müsst schon Kapitäne haben, sie oder sie hochzüchten oder was noch schlimmer ist, ihr müsst genügend Credits haben, um euch Module einzusetzen. Und bei 3 Millionen, 1,5 Millionen, 1 Million pro hochpreisigen Modul für die 8 Schiffe geht das ganz schön ins Geld. Deswegen solltet ihr euch dieses Zeug kaufen. Wartet bis Black Friday, ihr spart auch 50%. Des Weiteren gibt es kleine Dublonenrabatte für alle Schiffe, die im Forschungsbaum sind und die ihr vielleicht nicht jetzt im Shop erwerben möchtet. 50% Rabatt auf bis 4, 40% von 5 bis 6 und dann 30% noch auf 7 bis 8. Da könnte man sich durchaus dann einen kleinen Spontankauf erlauben, wenn man denn genügend Dublonen hat. Dublonen sind aber momentan nicht von der Rabattierung betroffen, sondern sind leider zum Normalpreis zu erhalten und der schlaue Spieler kauft immer in Rabattaktionen. Sprich, selbst wenn er einmal Dublonen nicht braucht, sich aber eine Anschaffung eines neuen Schiffes plant, kauft er Dublonen im Paket, wenn zum Beispiel hier die 14.500 Dublonen für 50 Euro 30% rabattiert sind, spart sich die Dublonen und schlägt dann wieder zu, wenn das Schiff ingame für 30% rabattiert ist und schon hat er 60% Ersparnis. Natürlich seht ihr auch hier, dass sie alle Pakete im normalen Shop angeboten haben, das Armada, Sowjet und so weiter und so weiter. Zusätzlich dazu gibt es aber auch die Schiffe, hier Warspite bestes Angebot und die Best-Angebot-Preise. Und natürlich aber auch Bliskavica für Admirale ist wieder dabei. Und auch die Bliskavica Standard, und da seht ihr den normalen Preis für 20 Euro. Und rabattiert von minus 16%, das sind 16,14 Euro. Und alle Schiffe, die es in diesen Paketen gibt, wurden schon einmal in diesem Bereich hier angeboten. Sprich, sie waren und sind immer rabattiert, wenn sie in den Shop kommen, zumindest zu 90%. Denn wer kauft schon ein Schiff, das keine Rabattzahl daneben hat, wenn es ansonsten immer so ist? Deswegen gibt es natürlich die Möglichkeit, einmal sich genau ein Paket anzusehen, ob sich das auch wirklich zahlt mit den besten Preisen, die es einmal gab. Natürlich wird das nicht zur Veröffentlichung sein, sondern dann in 3-4 Monaten, nachdem das Schiff schon länger im Umlauf ist oder beim zweiten Mal, wo es in den Shop kommt. Und da kann man dann auch echte Schnäppchen ergattern und ist wahrscheinlich gar nicht auf diese minus 30% Aktionen hier angewiesen von den großen Paketen, bei denen noch andere Schiffe dabei sind, die man nicht braucht. Ungeschlagen wahrscheinlich ist aber das Armada-Paket und ich muss leider zugeben, 45 Schiffe die Preise rauszusuchen, die weiß ich nicht. Aber vielleicht haben wir Glück und unser lieber Eisenkarl, der auch einer der Community-Kontributoren von Wargaming ist für World of Warships, hat sich die Mühe gemacht und schaut sich das an. Zu finden dürfte das dann aber im Forum sein. Was haltet ihr von Wargamings Angeboten? Ist es zu viel des Guten? Ist es zu wenig? Hättet ihr euch differenziertere Angebote gewünscht und auf was seid ihr eigentlich scharf jetzt noch im Spiel? Und welche Schiffe würdet ihr gern fahren? Ich bin momentan ziemlich glücklich. Ein, zwei kleine Goodies würden mir noch einfallen, die ich mir zulegen könnte, aber ich bleibe hart, ich bleibe stark. Ich gebe schon beim Einkauf von realen Dingen in der Cyberwoche auf Amazon und auf anderen Plattformen genug Geld aus. Dinge, die ich brauche, Dinge, die ich anfassen kann. Und deswegen warte ich, zumindest bei World of Warships, was Weihnachten so bringt. Vielleicht gibt es ja, wie gesagt, die notwendige oder die schöne Premium-Zeit. Oder das ein oder das andere Schiff. Oder es gibt sicherlich auch den ein oder anderen Feldzug, den man sicher spielen kann. Und bis dahin warten auf uns natürlich die panasiatischen Zerstörer, mit denen man sich die Zeit vertreiben kann. Ich danke fürs Zusehen. Es ist ein bisschen ein längeres Video geworden, aber ich hoffe, es hat euch gefallen. Informativ sollte es gewesen sein und sollte alles abgedeckt haben, was hier geboten wird in der Cyberwoche und Black Friday von Wargaming. Ciao!